Danke für die, die dabei sind. Wir machen unsere Anfangssequenz wie immer mit den Spaghetti-Armen oder dem Schütteln auf der Stelle, Chi wecken und dann rumstehen wie ein Baum. Das schließen wir dann auch kurz ab. Wenn ich Lust und Zeit habe, gucke ich in den Chat. Sagt Hallo, ich freue mich über Hallo. Und wenn ihr Fragen habt, sowieso. Also dafür ist der Chat auf jeden Fall da. Und danach bleiben wir noch an dem Kniestreifen. Ich glaube, bis zum Ende dieses Monats bleiben wir beim Kniestreifen, weil der Weg, diese Schnappschüsse, also die Einzelbilder, die man gut im Kopf behalten kann, auszuweiten zu spielerischen Yoga-Asanas, finde ich sehr gut. Weil man auch die Yoga-Asanas dann verbinden kann mit einem Erfolgsgefühl, nicht mit dem inneren Lächeln, und dann hat man quasi die Bewegung mit einem wohligen, positiven Gefühl, so nicht wohlig, mit einem positiven Gefühl, mit dem Lächeln verbunden, und das, diese Kombination, das ist aber generell so beim Auswendiglernen, dass je mehr Bilder und Empfindungen zusammenkommen, umso besser kann man es abspeichern, aber auch die Zusammenhänge bleiben bestehen. Also wenn ich übe das innere Lächeln und das zusammenbringe mit diesen Körperbewegungen, dann schaffe ich es die ganze Zeit zu lächeln und fröhlich zu sein. Ein Thema für den ganzen Tag. Wir machen die Intro-Sequenz, ich stelle die Kamera noch. Also das ist bereits mein Schütteln auf der Stelle. Ja. Also am Anfang ist wirklich wichtig, um zu sich zu kommen, es halt so grob, wie man das braucht, zu machen, damit man viele Inputs hat von diesen Sensoren, die der Körper hat. Aber mir ist das wirklich im Moment so heftig. Also guckt euch ab, was möglich ist, aber macht es dann so, wie es für euch gut ist. Ne? Also nur weil ich jetzt vielleicht fast regungslos für euch erscheinen mag, heißt das nicht, dass ihr jetzt regungslos sein müsst. Wichtig ist Ankommen im Körper, und dazu braucht ihr je nachdem viele oder weniger starke Impulse. Ich benutze das wirklich nur aus den Unterschenkeln, um zu merken, meine Knie, nicht schlimm, aber irgendwie sind sie ein bisschen steif. Eine Schulter. Ich merke den Sender von dem Mikrofon. Und mein Kopf ist noch nicht ausgerichtet hundertprozentig. Für mich ist es das schon. Also jetzt gehe ich schon zum Chi-Wecken über. Wenn ihr wollt, folgt dem Chi-Wecken. Also so ungefähr könnt ihr das ja an den vorhergehenden Videos nachvollziehen, wie das funktioniert mit dem Chi-Wecken und so. Wenn ihr da eine richtige Erklärung wollt, dann Udemy-Kurs. Für Patroninnen gibt es den dann auch umsonst, aber da müsst ihr mir dann halt über Patreon kurz eine Nachricht schicken, weil ich muss das immer freischalten, das ist halt leider nicht dauerhaft so, dass ich da so einen Code generieren kann und den dann automatisch, der verfällt, glaube ich, noch einen Monat oder so.
oder darauf warten, wenn auf Udemy, die sind ab und zu wirklich, weiß nicht, 5 Euro oder sowas. Also bis dahin gehen, glaube ich, runter. Ich habe da keinen Einfluss drauf, das verändern die Leute marketingtechnisch. Und wie immer einatmen, ein bisschen das Gefühl zum Himmel ausatmen, ein bisschen mehr verwurzeln. Jede Umdrehung ist neu. Also Bodyscan, Ganzkörperbewegung. Zu sich kommen, also Beruhigung. Vollständig atmen. Wenn es geht. Und immer weiter entspannen. Langsam zum Stehen, wie ein Baum übergehen. Ist klar, die ganze Zeit Bodyscan und das, was wir im Qi-Becken gemacht haben, geht hier weiter, nur eben von außen nicht sichtbar. Also einatmen, entspannt gestreckter Rücken, ausatmen, mehr verwurzeln. Der ganze Körper ist in Bewegung, aber eben sehr subtil. Entspannen. Und langsam wieder auflösen. Okay, jetzt machen wir weiter mit dem Kniestreifen aus der Tai Chi Form. Ein bisschen schräg. Einmal nur das Knie streifen. Okay, also das kommt in der Form genau dreimal vor. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt dabei und machen das in einem Loop, in einer Schleife. Das ist auch ganz gut. Aber ich habe in dem letzten Mittwoch in dem englischen Stream gemerkt, also erstens habe ich, also ich habe gemerkt, ich habe ein merkwürdiges Gefühl bei diesem, also ne, erster Schnappschuss ist klar, den haben wir länger gemacht. Der hier ist schon komisch, sehr viel Gewicht in dem Standbein. Das ist noch wirklich fast frei. Ziemlich breit. Der war schon merkwürdig. Den haben wir auch länger gemacht. Der kommt auch öfter vor. Aber der mit diesem merkwürdigen Ball zum Aufdrehen in der Hüfte, der war komisch. Also da habe ich ein bisschen Belastung im Knie gespürt und habe es dann immer einfacher gemacht mir, also die Arme quasi weggelassen. Und hab dann von oben, also hab das eingegrenzt gefühlsmäßig, das war wirklich hier bis zum
Unterschenkel und dann halt weiter lokalisiert und dann, bis ich gemerkt habe, wow, das kam daher, dass ich zu faul war. Meine Faulheit ist schon, Laziness ist unsere Richtung, aber entspannt. Und diese Faulheit hat dazu geführt, dass ich beim Zurückgehen, um das vordere Bein zu entlasten, um es dann in einem Hüftgelenk drehen zu können, nicht genug zurückgegangen bin. Also die Hüfte stand irgendwie so nicht wirklich belastet da. Und das hat Druck, na, Schmerzen waren es noch nicht, aber ein merkwürdiges Gefühl im Knie fabriziert, also in der gesamten Region. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich wirklich das dann eingegrenzt habe und gemerkt habe, wow, ein bisschen mehr drehen. Und dann habe ich gemerkt, wie da wirklich diese Spannung rausging. Und zwar wirklich so abrupt. Ich erzähle das deswegen, weil ihr sowas relativ schnell auch selber lernen könnt. Also nachdem ihr wisst, ein Schnappschuss, machen wir ja gleich nochmal, noch ein Schnappschuss, noch einer öffnen und spiegelverkehrt Schnappschuss. Das lässt sich relativ einfach memorieren, also das hat man so grob, je nachdem. Also manche haben das innerhalb von einem Monat, andere brauchen da 2 Jahre für, ist aber egal. Also macht euch da keinen Kopf von, ich kann das nur langsam merken, wir merken, ist völlig egal. Aber zumindest wisst ihr ungefähr, wie diese Schnappschüsse aussehen. Und der nächste Schritt ist wirklich dann, diese Yoga-Asanas draus zu machen und zu merken, wie fühlt sich das an, kann ich das irgendwie noch entspannter machen, Schultern locker und natürlich die Knie. Das sind die hauptbelasteten Gelenke. Und mit denen freundlich, aufmerksam und gelassen umgehen zu lernen, ist natürlich auch nett. Und den Schritt, auch das zu nehmen, also je nach Fortschritt des Auswendiglernens eben nicht unbedingt mehr ans Ohr, sondern nur die Richtung, so langsam lösen. Und nicht mehr unbedingt am Solarplexus, sondern schon leicht bewegt nach unten. Wirklich immer wieder auf die Hüftstellung achten. Links, rechts, untere Hüfte vor, also Hüftschaukel quasi machen und gucken, untere Hüfte nach vorne. Trotzdem frei atmen. Und macht die Augen auch ruhig zu, solange ihr euch traut, dass ihr nicht, ne, dass nichts Schlimmes passieren kann. Muss wirklich länger machen. Und öffnen. Nee, halt erst den Schritt nach vorne auch wieder. Also nach vorne ist die Tendenz, die Hüfte auszustellen oder zu weit zu drehen. Und natürlich nach vorne fallen ganz am Anfang. Also die Aufmerksamkeit hier unten zu haben und im Bein nach unten zu sinken ist wichtig. Also von der bildlichen Vorstellung dieser einzelnen Asanas wegzukommen zu mehr, wie fühlt sich das an, wenn mein Körper in so einer Form ist oder sich immer wieder neu findet. Das ist halt nicht statisch. Das ist halt die ganze Zeit entspannen. Und jetzt war das, dass man wirklich, also ich muss aufpassen, dass ich genug zurückdrehe, wirklich die Hüfte jetzt in die Richtung Fußspitze, wie vom Gehen, dahin ausgerichtet ist und dann fühlt sich das auch besser an. Ein bisschen die Hüfte nach vorne, also unten nach vorne. So ein bisschen spüren,
ob das Lot stimmt. Ne? Links, rechts, vorne, hinten, auch das so. Der Schlüsselbein, der Kopf. Und dann mache ich noch auf, kann ich das spüren, dass ich nur im Hüftgelenk ein bisschen öffne. Dann zu dieser Seite. Und wirklich jetzt diese zu übertreiben, das hatten wir schon. Also das ist wirklich sehr nah an einer Yoga-Asana. Auch Schultern locker, entspannen. Ich mache die der Symmetrie halber gleich nochmal auf der anderen Seite. Ihr versucht den Unterschenkel zu lockern, deswegen dieses Wabbeln mit dem Fuß. Macht sowas auch. Also wenn ihr merkt, da kann man irgendwas lösen durch ein bisschen Bewegen, macht das. Dann erstmal wieder zurück. Dann den Schritt. Auch da kurz innehalten. Auch da eine Asana draus machen. Die Finger locker. Schultern. Okay. Die ist belastend. Die ist belastend. Ein bisschen drehen. Yes. Und dann den Bogenschützen quasi, die Variante. Gibt noch andere, die auch ein bisschen passender noch sind. Die Schultern locker. Ihr kennt das alles. Oder ihr kennt es nicht. Also Anfängergeist wäre eben, ich bin neugierig. Eigentlich kenne ich es, aber jeder Moment ist neu. Jeder Tag, jedes Wetter, Umgebung. Und der Körper auch. Weiter die Aufmerksamkeit von diesem Ball auch entspannen, bis er weiter nach unten kommt. Ein bisschen öffnen. Okay, Seite wechseln. Und was mir wichtig war, ist euch zu zeigen oder zumindest darauf hinzuweisen, wie so eine Selbstkorrektur vielleicht stattfinden könnte. Ja? Und dass eben die Körperwahrnehmung dazu enorm wichtig ist. Wie gesagt, am Anfang kann ich das von außen bei euch noch sehen. Aber was viel wichtiger ist, ist eben diese Körperwahrnehmung, weil da auf lange Sicht erstens, je feiner das wird, umso mehr kann man von außen, umso weniger kann man von außen sehen und umso mehr Gesundungseffekt kriegt man davon. Also wenn man halt immer feinere Muskelgruppen und sowas im Körper spürt und die entspannt,
man merkt das, dass das zu allgemeiner Gesundung führt. Und einsammeln, dreimal. Wunderbar. Danke für die gemeinsame Session. Ich werde die sicherlich gleich nochmal machen, die Anfangssequenz zumindest. Okay, ihr kennt den Endsermon. Guter Schlaf, gute Ernährung. Und das ist wirklich mehr, leider, zum Glück, mehr als man vermutet, was dahinter steckt. Und Meditationspraxis. Ich kann da nur darauf hinweisen, ich kann nur im Anschluss um 15 Uhr noch eine Meditation machen mit euch, aber ich bringe euch da ja nicht groß was bei, weil das habe ich ausgelagert auf die wirklich etwaigen Meditations-Apps. Die sind gut. Ja, gut. Wie gesagt, vor 20, 30 Jahren hätte man da noch nach Indien, Thailand und so weiter, Japan, was einem auch immer vorschwebt, fahren müssen und diese Meister kontaktieren und bei denen halt studieren und Unterweisungen erhalten, verschiedene. Das ist alles in den Apps. Das einzige Problem ist halt, das ist halt vermarketingt. Ja. Aber die kostenlosen 7-Tage-Kurse sind schon ziemlich nah an dem, worum es geht. Das, was danach kommt, dann leider nicht. Also da ist sehr viel Klangschalen und so. Ist okay, ne? Mach das. Also das ist, hilft, sich wohlzufühlen im Nichtstun. Aber für mich gehört eben diese, ja, bei uns heißt das Kontemplation, also Selbsterkenntnis von Körper und Geist und Bewusstsein, dass man das überhaupt kennenlernt bei sich, das gehört für mich dazu. Und die, na, dass man mitkriegt, was man für eigene Verhaltensmuster hat und so, und da einen Abstand zu entwickelt und die eben auch, sofern es sinnvoll ist, auch mal löst. Ne? Also dass man nicht in Verhaltensmustern verharrt, sondern na, weise handeln lernt. Easy. Genug. Danke für diese gemeinsame Session. Entweder bis gleich um 15 Uhr nochmal gestreamt, sofern die Technik mitspielt. Eine Meditation mit euch zusammen auf der Wiese, egal bei welchem Wetter. Aber wie gesagt, sofern die Technik mitspielt. Ansonsten direkt auf der Wiese um 14 Uhr. Nächste Woche um 1, Wednesday 1 p.m. in Englisch gestreamt. Und um 19 Uhr eine Meditation am Mittwoch auch gestreamt. Habt ein schönes Wochenende. Trainiert euer inneres Lächeln.